Na gut, wir sollen hier bleiben. Ich will eigentlich gar nicht hier bleiben. Warum soll ich hier bleiben? Okay, ich kann nur unten bleiben. Das ist gut. Das ist schon mal, das ist eine super Hausnummer. Ist da irgendwas? Nee. Haben wir hier was Neues? Ich guck mal. Ja, na klar, aber was Neues. Ist ja nichts. Ja, wir haben ihn in die Anstalt verfrachtet. Ne? Jetzt macht er Comedy-Sendung auf dem zweiten. So, Providence und Portux Baba und hier ist doch irgendwas. Haben wir mitgenommen. Hier ist doch was drin. Wo das guckt durch. Wahrscheinlich guckt es durch. So, haben wir da hinten was? Bestimmt. Auf alle Fälle blendet. Das hier mörderisch. So, was haben wir denn bekommen? Das Dumme ist, man kann sie... Was ist das hier? Wo kommt der denn her? Der war im Papier oder was? So, haben wir hier noch irgendwas? Nein. 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 Der Spiegel, der wird das Rätselslösung sein. Oder auch nicht. Aber wir haben Schlüssel. Können wir damit vielleicht hier was anderes aufschließen in dem Haus? Oder aber das ist das Ding hier. Zwischen Pat... Oh Gott, muss ich... Sag mal, zwischen... Das ist super, dass man sich das nochmal richtig in groß angucken kann. Oder ist das hier? Unleserlich? Nee, nee. Hier hätte man sich das wenigstens in groß angucken können. Nö. Toll. Also zwischen Dorf und ihm muss ich vielleicht... Oh Gott. Wer seid ihr hier? Löscht. Weißt du, dass hier irgendwo was ist? Jetzt bin ich schon wieder davor. Will ich ja gar nicht. Ist nix. Hier? Vielleicht... Na, die Herren? Nö. Die sind bloß schmückendes Beiwerk hier in dem Spiel. Ach, sie ist wie auch wieder da. Ich weiß ja nicht mal, wie viele Tage zwischendurch vergangen sind, weil er wollte eigentlich eine Woche, brauchte der... Quatsch, eine Woche. Einen Tag brauchte er Zeit. Aber hier hat man zwischendurch nicht geschlafen. Hm. Nee, ist das falsche Haus, ne? Ich verwechsel das auch immer. Das ist unser Haus. Ist da wieder... Ach, er ist wieder da. Und... Okay. Oh, ich muss das benutzen. Wahrscheinlich das hier. Seien Sie beruhigt, Sir William. Er ist in guten Händen. Was haben Sie gefunden? Hier. Ich konnte das Haus von oben bis unten durchsuchen. Dr. Owens scheint einfach verschwunden zu sein. Ja, leider genügt das nicht für eine Anklage. Wir müssen seine Abwesenheit nützen, denn wollen wir Beweise für Dr. Owens machen, der Chief Bart. Dann müssen wir den Bungalow durchsuchen. Der ist da rechts gekämmt. Ich begebe mich hin. Was? Ich sollte nicht so viel erzählen. Was hat er gesagt? Oh, wir haben ein neues Gebäude. Die Bäume sind schon gruselig. Okay, das war eine sehr aufregende Kamerafahrt. Speichern wir mal wieder ab.
Was haben wir denn? Hier ist nichts, hier ist nichts. Wir können hier nur reingehen. Okay, wir gehen rein. Das Auto ist nichts wert. Okay, hier lang. So. Da haben wir eine Kutsche. Hier. Hier passt bestimmt der Schlüssel ran, oder? Nein. Da passt der Schlüssel nicht ran? Uiuiui. Können wir bloß rundherum wandern. Schöner Baum. Das Fass ist auch egal. Wir können einmal drumherum wandern hier. Da ist ein Grab. Ein Sarg. Da können wir aber nicht hinlaufen. Hier können wir die Schlüssel benutzen. Nee. Tja. Ja, war ein Auto. Irgendwas? Was da? Ah, die anderen Schlüssel sind nicht interessant, oder wie? Ja, dann nehme ich bloß den einen mit. So, was haben wir da bekommen? Das könnten vielleicht Autoschlüssel sein. Ah, ein Brecheisen. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Nix. So. Und da können wir wahrscheinlich die Tür hier mit aufmachen. Weil Schlüssel passte ja nicht. Wo ist das Brecheisen? Da. Jawoll! Was haben wir denn hier Hübsches? Können wir hier auch irgendwie Licht anmachen? Das ist so zappenduster. Da ist eine Kerze. Kann ich aber... Oh. Ey. Wenn das mal im echten Leben so funktionieren würde. Einfach mal falsch klicken und dann... Oh, was ist das hier? 1750, Januar, Februar, März, April. Die Jahresuhr steht niemals. Was ist das hier unten? Ach, wir können mal reinzoomen. Opposition... Trigonium, Quadrat, Walpurgis und Konjunktion. Okay. Hat er das jetzt gesammelt? Nee, da nicht da. Kalender, okay, er hat es gesammelt, also wird es ein wichtiges Objekt werden. Ich guck mal hier drüben erstmal noch. Oh, da ist nichts. Ignis, Eris, das unten kann ich nicht sehen und das andere auch nicht. Das sieht mir aber aus wie Sternzeichen, ne? Krebs und so weiter. Aber da haben wir nichts. Hier irgendwas Wichtiges auch nicht. Da ist ein ganzer Raum und nichts drin. Wir können auch kein Licht anmachen. Was ist das hier? Darf ich diese Sachen noch lesen? Ja. Providence, den 11. Mai. Lieber Bruder, mein alter und verehrter Freund, meine Ehrerbietung und die besten Grüße an denen, dem wir denen für ihre ewige Macht... Nee, dienen, nicht denen. Warte, das ist kryptisch hier. Ich habe soeben entdeckt, was Sie über den allerletzten Augenblick und der in diesem Zusammenhang zu ergreifenden Maßnahmen wissen sollten. Ich bin nicht geneigt, es Ihnen gleich zu tun, zum Teil aufgrund meines Alters, denn Providence verfolgt die ungewöhnlichen Wesen nicht so hartnäckig wie Salem, um sie vor Gericht zu stellen. Ich habe großen Einfluss zu Lande und auf hoher See und kann nicht so handeln wie Sie darüber hinaus.
oder so ähnlich, liegt unter der Erde meines Bauernhofs in Portundex, etwas, das, wie Sie wissen, nicht auf meine Rückkehr in einer anderen Form warten würde. Okay. Aber wie ich Ihnen bereits gesagt habe, bin ich bereit, Schicksalsschläge hinzunehmen und ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich nach dem letzten Schicksalsschlag zurückkommen könnte. Letzte Nacht entdeckte ich die Worte, die Jogge Sotore heraufbeschwören und zum ersten Mal erblickte ich das Gesicht, von dem ihn Shakabak spricht. Er sagte mir, dass sich der Schlüssel im dritten Psalm des Lieber Damnatus befindet, wenn die Sonne im fünften Himmelshaus und Saturn im Gedritschein steht, müssen sie das Pentagramm des Feuers zeichnen und dreimal den neunten Vers aufsagen. Wiederholen sie den Vers am Tag des Heiligen Kreuzes und am Tag der Allerheiligen und die Sache wird in der externen Sphäre entstehen. Also mehr als rumeiern geht nicht, oder? Und aus dem Samen von dazumal wird jener hervorgehen. Wer denn, der zurückblickt, ohne zu wissen, wonach er sucht? Doch ist alles umsonst, wenn da kein Erbe ist und wenn die Salze oder das Verfahren für deren Herstellung nicht bereitstehen. Ich muss gestehen, dass ich nicht die nötigen Vorkehrungen getroffen und nicht viel herausgefunden habe. Das Verfahren ist schwierig und der Verbrauch an Exemplaren so hoch, dass es mir sehr schwer fällt, genügend davon aufzutreiben und das trotz der Seeleute, die ich aus Indien erhalte. Ach, er hält Seeleute aus Indien. Okay, was macht er denn mit den Seeleuten? Die Leute hier werden neugierig, doch kann ich sie fernhalten. Die Bürger sind schlimmer als das gemeine Volk, denn sie sind spitzfindiger und es wird ihnen mehr Glauben geschenkt. Ich fürchte, dass der Pastor und Herr Merritt zu viel geredet haben, doch scheint derzeit keine Gefahr zu drohen. Die chemischen Substanzen sind einfach zu finden, da es in der Stadt gute Chemiker gibt. Dr. Bone und Sam Carew. Ich folge den Anleitungen von Borelus und das siebte Buch von Abdul al-Hazrat ist sehr hilfreich. Egal, was ich erhalte, ich werde es Ihnen zukommen lassen. In der Zwischenzeit sollten Sie nicht vergessen, die Worte zu verwenden, die ich Ihnen anvertraut habe. Vielleicht hilft Ihnen der dem Paket beiliegende Zettel weiter. Sagen Sie die Verse immer am Tag vor Allerheiligen und am Tag des Heiligen Kreuzes auf und sofern Ihr Geschlecht nicht erlischt. Was? Wird in den kommenden Jahren jener kommen, der zurückblicken und die Salze, die sie ihm hinterlassen, verwenden wird. Job, irgendwas, es freut mich zu hören, dass Sie nach Salem zurückgekehrt sind und hoffe, Sie bald wiederzusehen. Ich habe einen guten Hengst. Was? Und beabsichtige, trotz der schlechten Straßen einen Wagen zu kaufen. Sie sind hier jederzeit willkommen. Sie können in Boston die Postkutsche nehmen, die über Bedham, Dedham, Wrentham und Attleboro fährt. Dort gibt es hervorragende Gasthöfe. Nach Providence kehren Sie am besten über die Portuxet Wasserfälle zurück. Mein Haus steht gegenüber dem Gasthof von Herrn Epentus Olney, der erste nördlich von Olney Kurt. Das ist sehr schwierig. Also die Auflösung ist ja hochskaliert, aber das ist, also... Mit besten Grüßen, Ihr treuer Freund und Diener in Almonson, Metraton, an Herrn Simon Ornaud, das ist O hier, ne? William Lane, Salem, Gregor Herschel. Alter! Ach so, okay. Ja, also, das Spiel ist ja schon grob pixelig. Das wird halt hochskaliert hier gespielt. Wie gesagt, ich habe ja gestern gezeigt, wie groß eigentlich meine Auflösung eigentlich ist, ne? Warte mal. Kriege ich das hier nochmal so frei? Ljubljana, oder? So. Und zwar, ich muss mal bloß was verschwinden lassen. Das ist mein Spielfenster. Nur mal so, ja? Also. Ui. Und den Rest macht halt OBS. Und ich spiele auf dem OBS-Fenster, weil ich es sonst nicht erkennen kann. Ist einfach viel zu klein. So, wieder reingeklickt. Was wollte ich jetzt? Also, dieser Text hat echt keinen Zusammenhang. Und eigentlich bin ich viel dümmer geworden als zuvor. Was war das? Okay, das war rausgehen. Was ist das hier hinten?
Oh Gott, bitte nicht. Oh, ich musste noch einen Code eingeben mit irgendwelchen Sternzeichen und... Oh. Okay, das kriegen wir auch hin. Aber erstmal, was haben wir hier? Nüscht. Wo geht's hier wieder raus? Hier waren wir drin, ne? Geht's da nicht weiter? Nee, wir kommen nicht in die Ecke rein. Was für ein Spaß beginnt. Na klar, ja, wird lustig. Komischerweise können wir nicht immer in die oberen Stockwerke gehen. So, pass mal auf, wir gehen mal... Nee, andere Richtung war das, da. Hinter diesen hübschen Schrank, den wir gefunden haben. Was ist das hier? Was ist... Was soll ich denn hier benutzen? Den Schlüssel hier? Nö. Doch, den Schlüssel. Da kriegen wir einen neuen Schlüssel. Wir tauschen Schlüssel gegen Schlüssel. Was haben wir denn bekommen? Ah, ich glaube, ich kenne schon den Code. Warte mal. Mein schlaues Buch. Moment. Da ist... Was steht? Saturné steht da oben drauf, ne? Toll, wie der Stift schreibt. Schreib, du Stift. Saturné. Dann ist es ein Sensenmann, ne? Sensenmann. Und dann ist dort unten dieses Symbol. Und dieses Symbol... War das der Kalender? Nee, warte mal, das war hier noch was anderes. Unleserlicher Brief, Fall der Brände. Verschollen, Gregor, Herrscher. Hier. So, und zwar... Das ist Samstag. Und ein Dreieck. Dreieck. Ich glaube, das muss ich hier unten nicht aufmalen, ne? Gott. Ich ahne ein bisschen, warum das Spiel die Kritiken gekriegt hat, die es gekriegt hat. Aber nur ein bisschen. Nicht viel. Nicht viel. So. Ach so, warte mal, hier drüben war ja auch noch was, ne? Und zwar sehen wir das hier? Nee, ne? Nö. Hier sind... Ist alles so auch selber beim Skalieren ist das hier so pixelig. Aber ich vermute mal ganz stark, wo war denn das? Das war hier, ne? Engel, der dazugehörige. Oh mein Gott. Hier. Da. Das ist, glaube ich, korrekt, ne? Ich glaube, ja. Ja.
Gibt es da irgendwas anderes? So, warte ich das? Du verliest dir so schnell den Überblick? Nee, wir hatten das hier. Was ist das denn? Okay. Wir hatten das hier. Sartournee. Samstag. Und das Zeichen da drunter? Das Zeichen habe ich hier nicht. Ist es hier mit bei? Nein. Auch nicht. Hä? Ist da irgendwas anderes hier? Ich suche dieses eine Symbol hier. Da unten dieses komische H oder dieses B mit dem Strich. Aber ich bin irgendwie nicht so. Ansonsten haben wir noch Samstag. Warte mal, wir gucken mal in das Buch. Das da. Da ist noch was drin. Oder ist es... Nee, das Zeichen hier unten ist immer identisch. Dann haben wir ja noch festgestellt, das Dreieck dahinter ist vielleicht noch ein... Bildpuzzle. Ach, guck mal, hier gibt es auch noch einen Sensenmann. Da gibt's. Warte mal, da ist diese Welle. Ist das vielleicht? Kann das sein? Warte mal, mal gucken. Nee, da lang. Gibt's diese Welle? Ja, die gibt's. Und hier kommt der Schlüssel rein. Ui, 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 ui. Was ist das? Was ist das?